So, jetzt können wir hier alle schön ein bisschen. Was macht ihr denn hier? Dieser Kampf geht euch nichts an. Es war falsch, euch zu befreien, Illidan. Das ist mir jetzt klar. Ihr seid ein Monster geworden. Monster? So denkt ihr über mich. Ihr habt mir stets etwas bedeutet, Tyrande. Ich wollte nur beweisen, wie würdig ich bin, wie mächtig. Ungezügelte Macht ist kein Ersatz für wahre Stärke, Illidan. Darum habe ich euren Bruder euch vorgezogen. Jetzt haben wir es gehört. Tyrande hatte nämlich damals die Auswahl, ob sie Malfurion oder Illidan. Euer Gebäude ist fertig. Nimmt, sagen wir es mal so. Als Lebensgefährten, als Gatten. Und ja, sie hat sich für Malfurion entschieden. Und gerade deswegen, weil Illidan immer... Ja, Malfurion war eher der besondere Typ, während Illidan immer offen nach Macht gestrebt hat. Fragt mich jetzt nicht, warum so eine, in Anführungszeichen, Diva wie Tyrande dann doch lieber einen besonderen Typen nimmt, aber, ja. Geschmäcker von Frau sind halt verschieden. Anodora. Amulett des Zauberschilds. Malfurion, das nimmst du mal. Anodora. Und ihr habt gehört, Illidan ist ziemlich verwundert. Und ihr merkt, Illidan hegt eigentlich bloß böse Absichten gegenüber der diese 10.000 Jahre eingesperrt hat. Gegen Maiev. Aber Tyrande, schließlich die ihn befreit hat. Hat der Schlaf meine Seele und die ihm immer noch was bedeutet, wie es scheint. Hat er schon gemeint, was macht ihr denn hier? Habt damit nichts zu tun. Er will sie aus dem Kampf raushalten. Was aber schwer funktioniert. Sie hat sich jetzt festes Ziel gesetzt, Illidan doch wieder zu bestrafen. Obwohl er meines Erachtens immer noch nicht wirklich was Böses getan hat. Illidan hat ja noch nicht gesagt, wofür er die Macht nutzen will. Gut, er möchte sich an Maiev rächen. Ist auch irgendwo verständlich, finde ich, für 10.000 Jahre eingeärgern. Aber ansonsten hat er ja noch nicht gesagt, was er mit dem Artefakt anfangen will oder mit der Macht, die er jetzt hat. Und auch, was er mit den Naga machen will. Gut, die Naga wollen die Oberfläche zurück. Da kann man ja auch mittel entgegenkommen und sagen, okay, ihr könnt ja ein bisschen was haben. Wir müssen ja nicht gleich automatisch böse sein. Okay, sie vernichten Dörfer. Ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eigentlich hat Illidan noch gar keine wirklich bösen Absichten erzählt oder er sagt noch nichts Böses. Sind ja übrigens, er kämpft jetzt mit. Er war Stufe 10 und hat sich auch schon wieder in den Dämon verwandelt. Jetzt wird's ein bisschen ernster. Aber ja, ihr merkt, worauf es hinausläuft. Irgendwie wird Illidan gejagt und gehasst, obwohl niemand so wirklich weiß, was er vorhat. Es soll geschehen. Gut, alle haben Angst, dass er jetzt verdorben ist durch dämonischen Einfluss. Für Kalimdor. Aber allem Anschein nach scheint er noch seinen freien Willen zu besitzen. Es soll geschehen. Von daher, das könnte noch interessant werden. Ashterodanador. Ach komm, du mit deinem Arschterror. Für Kalimdor. So. Auf euer Zeichen. Wir vergeuden die Schwarze. Und dann gucken wir noch da lang. Dann brauchen wir noch eine Jägerhalle. Bringt mir den Jäger. So. Zweite Irwisch kann ich auch schon mal Mundbrunnen wieder bauen, obwohl, ich weiß nicht, von da oben noch Angriffe kommen, aber ich mache trotzdem mal ein bisschen was. So. Jetzt hätte ich gerne noch das andere Verstärkungsschiff. Haben wir jetzt übrigens... Ja, wir haben ein neues... Dingensbummens. Neue Hauptquest. Illidans... Helfershelfer. Ja, schon klar. Illidan Stützpunkt zerstören. Die Streitkräfte der Naga sind noch angriffsbereit. Vernichten Sie sie und treiben Sie Illidans dumme Helfershelfer zurück zur See, damit Sie Illidan wieder gefangen nehmen können. Alles klar. Einfach nur, es ist wahrscheinlich eine Tradition, unter den Nachtelfen Illidan gefangen zu nehmen. Unser heiliger Hain wird entweiht. Hallöchen, das ist ein Ort, der mir gefallen könnte. Es soll geschehen. Maiev, komm mal her. Gerechtigkeit wird geschehen. Gib Pfötchen. Bist schon Beine in die Hand nehmen und so. Problematisch. Truppen hoch mal bitte. Hier ist ja direkt eine Armee gegenüber und ich guck zu. Hoppa, Utwin-Style. Toll. Toll. Mondbrunnen wird fertig. Mondbrunnen, Flieg und Sieg. Hier können wir nicht bauen. Euer Gebäude ist fertig. Ihr seid am Zug.
Yay! Wir haben es abgeschlossen. Und hier waren... Hey! Hier waren noch Krallendroiden drin. Das ist klasse. Gefällt mir. Das haben wir. Das heißt, bis auf den Stützpunkt ist jetzt kaum noch was zum Erkunden da. Außer eventuell das hier. Das sieht mir doch verlockend aus. Das Ende rückt näher. Hi! Ich finde das so klasse. Geringer Auffüllungsdrang. Oh ja, besser als nicht, oder? Für Gerechtigkeit. Die Schuldigen werden leiden. Was hatten wir da eigentlich drin, dass jetzt weg ist? Ist gekommen. Ah, der Teleportationsstab. Den dürfen wir jetzt nicht mehr haben. Das ist ja gemein. Na gut, macht irgendwo Sinn, oder? Sonst hätten wir uns mit Maiev einfach zu den anderen beiden teleportieren können. Naja, alternativ hätten wir auch einfach ihren Stützpunkt nicht steuern dürfen, aber... Das wäre ja zu einfach gewesen. Euer Gebäude ist fertig. Okay. Das Ende rückt näher. Euer Gebäude ist fertig. Alles klar. Ich kann nicht mehr warten. Was bedroht diese Dann... Auf Wachposten. Zack, zack. Dann kann auch Maiev mal mit. Die kriegt mal so eine eigene Nummer. Geht mit deinen Jägerin. Du bist jetzt die neue Naisha. Was bedroht diese Länder? Mach mal das Ding hier so kaputt. Wie Jagd wartet. Naisha ist jetzt tot übrigens. Hier nicht. Oh, oh. Oh, zum Glück haben die, sind die anderen beiden... Boah, shit. Die anderen beiden sind ja zum Glück Fernkampfhelden. Das heißt, die kriegen so oder so die Gegner angeschossen. Maiev darf es jetzt auch. Gerechtigkeit wird geschehen. Du darfst jetzt auch im Hauptteam mitspielen, Maiev. Mich jetzt entschieden. Durch spontane Vorfälle. Mit Toten. Verbündeten und so. Und ich sind eins. Für Kalimdor. Können wir da auch hoch? Wasserfall hoch teleportieren, bitte. Die Zeit ist gekommen. Hey, das will ich gleich nochmal versuchen. Eigentlich brauchen wir die Basis gar nicht, aber hey, wir machen mal trotzdem noch die Basis weiter hoch. Tradition, genau wie Elidan gefangen zu nehmen. Okay, Maiev. Hoch. Hier kann nichts anvisiert werden. Ich werde die Jagd beenden. Hä? Maiev, wo bist du hin? Ach da. Die Zeit ist gekommen. Verschwindet ihr einfach. Ich kann nicht mehr aber ihr seht, dafür hat er auch eine geringere Angriffsrate. Ja, langsam. Das ist noch so ein Problem. Das heißt, ich weiß nicht, von der reinen Kampfkraft, ich weiß nicht, ob so ein Krallendroid in Bärengestalt besser ist oder ein... Wow. Oder ein... Tyrande. Auf geht's. Sternregen. Und du kommst noch her. Jetzt haben wir drei Helden mit mächtigen Spezialfähigkeiten. Er ist schon leicht kaputt. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Versaut. Paar Mal verklickt, versaut. Aber es geht trotzdem voran. Nimm Baum. Aber gut, Belagerungseinheit, das ist halt ein Vorteil nochmal. Euer Gebäude ist fertig. Und du nimmst auch einen Baum. Wie der Baum gleich mal gewachsen ist. Irgendetwas stimmt hier nicht. Oh, dieses blöde Wirbeln. Es nervt. Nein, versaut. Ihr konnt versaut. Ihr könnt mal hier das, den Wachturm noch kaputt machen. Illidans Hauptschützpunkt ist ziemlich groß. Können wir da hinten auch lang? Maiev, du guckst jetzt mal da hinten lang. Die Schuldigen werden leiden. Nein. Das Ende rückt oh, näher. Doch. Oder doch nein? Ja, anscheinend doch nein. Maiev hat sich eingesperrt. Jetzt ist sie gefangen. Für 10.000 lange Jahre. Nee, geht nicht. Die Zeit ist gekommen. Schade. Können wir hier lang? Vielleicht können wir auch dahinter warten. Wie schaut's hier aus? Oh ja, ich würde sagen, das haut hin. Komm. Wir werden ja nicht mehr großartig angegriffen. Wir schicken mal ein bisschen Verstärkung. Hier kommt noch einer rein. Einer geht wieder zum Holz. Unsere Krieger greifen den Feind an. Der letzte macht das Licht aus und die Tür zu. Holz vor allem. Holz. Da will ich nämlich hauptsächlich nur noch gerne Upgrades machen. Hallo Rachegeist. Schön, dass du auch noch da bist. Boah, das war dir. Ich dachte schon, Messen ist gestorben. Die Jagd wartet. Hier noch irgendwas? Das Ende rückt näher. Von Intersportresse. Die Schuldigen werden leiden. Sieht das nicht so aus. Ende rückt näher. Aber hey. Hätte ja sein können. Ich kann nicht mehr warten.
Oh, ich vergesse das jedes Mal. Ich denke immer, die teleportiert erst, wenn sie in Reichweite ist, aber sie teleportiert sich so nah wie möglich ran an diesen Punkt, den man anvisiert. Der Rachegeist, guck mal ein bisschen hinter. Vielleicht findet er ja was Schönes. Keine Sorge, der will nur Rache. Der will nur spielen. Mehr Rüstungen für alle. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Was macht der überhaupt, der Auffüllungstrank? Nicht für den Kampf, aber regeneriert. Trefferpunkte und Mana. Klasse Sache. So, oh, Illidan ist da. Das sieht man an den Fußspuren hier. Spott. Und der Captain Kirk auch. Und heilen. Das Schöne ist ja, der hält so viel aus, der Bergriese. Illidan. Oh Mann. Idealer Tank, wollte ich sagen. Dann war Illidan da. Ein Illidaler Tank. Oh Mann, cool. Hauptsache spontane Wortverwechslung, einfach nur weil man Illidan gesehen hat. Nee, ich mache erstmal einen Dolchfächer besser. Ein Illidaler Tank. Alles klar. Ist ja schon fast illegal. Okay, Leute. Weiter geht's. Töten. Dieses Land. Baum für den Baumgott. Komm, ein bisschen Naturgewalt. Vielleicht kann es Naturgewalt hier ein bisschen weiterhelfen. Ein bisschen heilen. Ein bisschen mehr Bogenschützen. Ein bisschen mehr Baum. Boom. Belagerungsbum-bum. Hey, du bist ja auch noch da. Komm mal mit hoch. Genau wie ihr. Hallo. Hauptsache, die verstecken sich hier. Oh, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe vieles noch nicht erforscht. Ich habe ziemlich gepennt beim Basisbau, aber hey, es hat noch irgendwie funktioniert. Irgendwie. Und man weiß ja, solange es irgendwie funktioniert, soll man nicht meckern. Hauptsache, es funktioniert. Baum. Der Bergriese macht jetzt Belagerungsschaden. Warum? Ja klar, bei Baum. Endlich funktioniert das mal. Wir haben es geschafft. Jetzt fühle ich mich toll. Der Sieg ist unser. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Shando Stormrage. Dieser Kampf ist längst nicht vorbei, Maiev. Illidans Verbleib ist noch ungeklärt. Und auch von Tyrande fehlt jede Spur. Zeigt euch, Illidan. Es ist vorbei. Oh, es ist noch lange nicht vorbei, kleine Priesterin. Ein Jammer, dass ihr meinen Standpunkt nicht teilt. Nun werdet ihr und die ganze Welt begreifen, wozu ich fähig bin. Ashtaroth! Bruder, was macht ihr denn hier? Ich werde euch aufhalten, Illidan. Statt euch zu verbannen, hätte ich euch wieder in den Käfig sperren sollen, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Damals war ich schwach. Jetzt nicht mehr. Ich habe einem neuen Meister Treue geschworen, Bruder. In seinen Diensten fällt mir eine große Aufgabe zu. Leider kann ich nicht dulden, dass er mir im Weg steht. Seid unbesorgt, meine Liebe. Wir finden Illidan, wohin er auch fliehen mag. Wir finden ihn. Okay. Er hat gesagt, er hat einen neuen Meister die Treue geschworen.
Okay, das ist mal ein interessanter Punkt. Aber okay. Wie es nun weitergeht. Ich würde sagen, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit Mission 6 bereits. Bis dahin. Bye-bye.